Morgen miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Seit 50 Jahren gibt es das Fototeam Brieg Oberwallis. Zum Jubiläum hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen und hat eine eindrückliche Ausstellung auf die Beine gestellt. Seit rund 200 Jahren gibt es die Fotografie, wie wir bis heute kennen. Bilder und Eindrücke werden mit der Kamera eingefangen und so für die Ewigkeit erhalten. Vor 50 Jahren haben auch zu Brieg sich ein paar Hobbyfotografen zusammengetan, die alle zusammen Bändler vom Look Depot Brieg waren und das Fototeam Brieg gegründet. Zwei von den Gründungsmitgliedern sind auch heute noch passionierte Fotografen. Sie erinnern sich zurück an die Gründung des Vereins. Ja, auf die Idee bin ich gekommen, weil ich habe Schweizerisch mitgemacht und noch keine Sektion im Wallis war. Da haben wir zuerst eine Fabrik gegründet und nachher haben wir das Oberwallis dazu genommen. Und jetzt das letzte uns können ja auch nicht Eisenbahn mitmachen. Und auch die Gründer selbst stehen euch heute noch Garo hinter der Kamera. Nicht mehr so fleissig, aber wir sind noch dahinter. Ja, ja. Ja, ich mache auch noch. Es ist ja die neue Generation Fotoapparat gekommen. Früher musste ich einen ganzen Film entwickeln und alles machen. Hinter kann man flott auslesen. Ja, ja. Wie früher. Im Dunkeln kann man erkennen. Ich habe die Firma selber entwickeln, kopieren. Und alles zusammen. Da ist der Hugo Spezialist. In der Fotografie hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Unsere Analogfotografie ist die Digitalfotografie entstanden. Der Wandel hat auch Antonino Catalano miterlebt, der seit 25 Jahren der Präsident des Fototeam Brieg Oberwallis ist. Was hat eigentlich mit, was soll ich sagen, dort mal angefangen hat mit wirklich Analogfotografie, also da ist ja so, die Fotografie ist ja so ein bisschen so, hat sich ja so ein bisschen entwickelt in den Amateurbereich. Dann ist ja so, dass aber das Amateurwesen ist ja so ins Leben gerufen worden. Oder man hat sich eine Kamera können leisten. Und da sind aber nachher die verschiedenen, es hat mehr Leute gehabt, die mit Kameras fotografiert haben, also die selber fotografiert haben. Und somit sind nachher die Clubs entstanden. Überall, schweizweit und auch in Europa und weltweit, glaube ich. Das ist also die Entwicklung seitdem. Was sieht er die Vor- und Nachteile von der Analog- zur Digitalfotografie? Also im Prinzip Vor- und Nachteile, ich kann jetzt da wirklich nicht sagen Vor- und Nachteile. Analogfotografie ist einfach anders gewesen. Oder man hat fotografiert in dem Moment, aber man hat nicht gesehen, was habe ich jetzt fotografiert. Das Bild war eigentlich hier im Hirn gespeichert gewesen. Und erst bei der Entwicklung haben wir gesehen, oh, oh, das ist jetzt ein gutes Bild gerade oder so. Und heutzutage mit der Digitalfotografie kann man gerade das Bild schießen und dann kann man gerade tag Rückschau machen tag und das Bild da gerade anschauen, wie es eigentlich ist. Sonst das Technische digital vom Verarbeiten her ist eigentlich nicht viel anders als damals im Labor, wo wir eigentlich selber entwickelt haben, Bilder hergestellt haben. Wir haben mit Masken geschafft, wir haben Retuschen gemacht, wir haben Fotomontagen gemacht, auch im Analog, also im Labor. Und heutzutage hocken wir einfach vor dem PC und die ganzen Masken, die ganzen Fotomontagen, Beleuchtungen und so und so, die entstehen jetzt heute am PC. Aus dieser Vielzahl an Fotos hat der Verein Fototeam zum 50-jährigen Jubiläum verschiedene Bilder von früher und heute zusammengesammelt und eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die man nun bis am 3. Oktober in der Galerie zur Matze bestaunen kann. Der Antonino Catalano erklärt. Also die Ausstellung ist jetzt zu unserem 50-jährigen Jubiläum, findet die statt. Und auf das eben ist jetzt 2 Jahre lang vorbereitet. Das ist eigentlich schon stolz, dass wir einfach mal hier in der Matze-Galerie können da sein. Und wie man so sieht, jeder hat seine Bilder so können präsentieren, wenn er wollte. Das macht mir einfach Freude, weil jeder hat seine Freiheit gehabt, seine Kreativität so darzustellen, wie er will. Oder? Wir haben keine Grenzen gesetzt, wir haben nicht gesagt, wir wollen das und das alles in einem. Also militärisch in einem Glied, das eben nicht wollen. Und somit, ich glaube, das ist sicher eine gute Ausstellung entstanden, dass jeder einfach, ja, seine Kreativität kann ausleben. 16 Mitglieder haben in dieser Ausstellung ihre liebsten Werke präsentieren. Eine von ihnen ist Anne Kühnow, die seit vielen Jahren im Verein tätig ist.
Ihr liegt aber neben der Fotografie auch noch etwas anderes am Herzen. Für mich ist es einfach die Kollegschaft und das Miteinander. Und Eva wird sehr viel miteinander fotografieren und die euch reden miteinander, einfach Tipps geben, weitergeben und so. Das finde ich einfach schön, dass man einfach ein bisschen alles miteinander machen kann. Einfach nicht allein zu gehen. Heute besteht der Verein aus 28 Mitgliedern. Uns Frauen und Männer, die im Vergleich zu früher meist keine Bändler mehr sind, aber trotzdem die Leidenschaft Fotografie teilen. Und eure neuen Mitglieder sind sehr willkommen im Fototeam Brieg Oberwallis. Nochmal Anni Kühner. Wir sind sehr offen für neue Mitglieder. Sie kennen euch über die Homepage, gibt es einen Anmeldeschein. Das ist euch die Adresse drin. Sie können euch vorbeikommen oder einem von uns einfach so's mitteilen. Sie können euch schnuppern, mal schauen, was wir machen. Und einfach nachher entscheiden, ja, ich komme. Wir nehmen sehr, sehr gerne neue Mitglieder auf. Jung und alt, Frau und Mann. Alle interessiert aus einem Fototeam Garo gesehen. Von einer gemeinsamen Passion teilen. Fotografie. So viel zum Thema Kunst für diese Woche. Ade miteinander.